Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Darksiders in der Warmastered Edition. Und hier stehe ich mit meinem Freund Krieg, nicht wie vorher gesagt, bei Samael. Nein, ich bin noch bei Wulgrim. Und zwar würde ich euch alle ganz gerne... Wulgrim, jetzt komm schon! Wulgrim! Auf eine kleine... Kann ich, bescheidener Händler, dir dienen? Als wenn du jemals bescheiden warst, mein Freund Wulgrim. Erst einmal sprechen wir mal ein bisschen. Ich habe 5 Artefakte, die würde ich gerne eintauschen. Und habe jetzt 15.000 plus erhöht... Oh, okay, her damit. Nehme ich alles. Und dann würde ich mal sagen, kaufen wir uns hier noch ein bisschen durch die Gegend. Ich würde gerne die Heimsuchung auf jeden Fall. Weise, wie du mächtig bist. Oh. Na. Boah, das ist so teuer, ne? Das ist so teuer. Was hast du denn sonst noch wohl drin? 10.000 kostet so ein Zornkern. Gott, was bist du teuer. Wiedererstehen stellt nach einem tödlichen Schlag Kriegs Gesundheit und Zorn vollständig wieder her. Ein leeres Gefäß. Ah, es ist alles so teuer. Generiert auf natürliche Weise bei... mit Zeit Zorn. Nehmen wir das. Du wartest äußerst geschickt, mein Freund. Ja, danke. Das wäre dann ausgemaxt. Eieiei. Für die Heimsuchung habe ich jetzt definitiv nichts mehr. Dann nehme ich noch Steinhaut. Fertig. Das war's. Mehr kann ich mir nicht leisten bei Freund Wulgrim. Wie gesagt, ich würde euch gerne alle mitnehmen auf eine Reise durch die Gefilden hier, um einfach, ja... Sachen zu finden, die ich noch nicht erreichen konnte. So ist das. Wo fangen wir an? Ich würde sagen, mit der Kreuzung mal wieder. Jawohl. Und auch in den Schlangenlöchern immer schön die Augen offen halten. Nach Gegenständen, die ich eventuell erreichen könnte. Aber hier sehe ich jetzt so nichts. Ordentlich gucken. Schön, wie sich die Schlangenlöcher auffüllen, wenn wir in deren Nähe kommen, außer hier. Da müssen wir dann tatsächlich auch mal springen. Gut, auf geht's. An der Kreuzung direkt nicht, aber... Wenn wir in dieses... Ja, ich grüße dich auch, Wulgrim. Oder auch nicht, mein Freund. Hier gibt es eine Stelle, die ich bislang auch noch nicht erreichen konnte. Aber ab jetzt. Hallo, mein Freund. Hier, koste die Sense. Und du auch. Weg ist er. Na dann eben nicht. Habe ich nicht. Nein. Das würde ich gerne ausrüsten. Und rüber. Rüber da. Krieg. An dieser Stelle gibt es nämlich noch eine zornige Kiste. Und sehr schön noch ein Zornkern dazu bekommen. Komme ich auch wieder zurück? Bestimmt noch. Ich will nämlich eigentlich nur zu Freund Wulgrim zurück. Der soll mich direkt an den nächsten Ort bringen. Ja, das wird jetzt eine Reise durch die Wurmlöcher sind es ja nicht, sondern
Was, wie heißen die Dinger nochmal? Warte, 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 ich sag's euch sofort. Schlangenlöcher. Wie kann ich, bescheidener Händler, dir dienen? Eigentlich gar nicht. Und wieso habe ich dieses Ding in der Hand? Wirf es weg. Gut, von hier aus zum glühenden Galgenturm. Nein, da will ich nicht hin. Zur Zwielichtkathedrale, jawohl. Warum nicht? Auch an der Zwielichtkathedrale gibt es noch einen Ort, den ich bislang nicht erreichen konnte. Und da bin ich gespannt, was ich dort finden werde. Das ist ja eine kurze Strecke durch das Schlangenloch. Mit einer kleinen Überraschung dazwischen. Schon klar. Aber das kann ich noch nicht erreichen, ne? Nee. Ich befürchte, nein. Das schaffe ich nicht. Okay, aber hier ist eine Stelle. Also, man merke sich von der Kreuzung zur Zwielichtkathedrale. Ja, wir haben ja jetzt diesen Schwenkhaken, ne? Und den Tremorhandschuh. Und hier gucke ich auch nochmal nach, was hier hinter steckt. Ah. Eine kleine Kiste mit Seelen. Und Seelen brauchen wir ja. Wieder die Sense ausgerüstet. Ja, hier kommen wir ja ab jetzt auch rüber. Jawoll. Sollen wir eben umschauen hier? Nicht, dass ich hier was verpasse. Aber hier sehe ich jetzt so nichts. Doch, da hinten gibt es eine Truhe mit Seelen. Danke dafür. Da hinten komme ich gar nicht rüber, ne? So, was gibt es hier? Es tut mir schrecklich leid, aber ich werde dich jetzt töten. Och nee, nicht der schon wieder. Komm, lass gut sein, mein Freund. Möge dir Gerechtigkeit wieder daneben. Hätt's wohl gerne, mein Freund. Oh, oh. Er kann auch noch mit seinem blöden Hut werfen. Und wieso? Kannst du überhaupt alles abwehren? Ha? Es brennt? Ich hoffe doch, dass es brennt, mein Freund. Ich werde dir Gesicht und Ohren. Aua, da hat er mich getroffen. Und da hat er mich schon wieder getroffen. War das schon wieder sein blöder Hut? Weg ist er. Aber es gab Seelen dieses Mal. Okay. Ja, gut. Aber der hat mir ganz schön viel Leben abgezwackt, der kleine Sack. Na, egal. So, das war's, glaube ich, auch schon an der Zwielichtkathedrale. Ich wüsste jetzt nicht, dass hier noch irgendetwas ist. Schwing dich mal rüber, Krieg. Sehr schön. Mehr können wir hier, glaube ich, nicht kriegen. Da hinten hin zurück oder so kann ich, glaube ich, auch nicht. Nein. Och ne, wo kommt ihr denn jetzt her? Muss das denn sein? Na gut, ihr gebt mir Leben. Komm her. Ja, die sind so weit weg. Lass sie mal da hinten stecken. Alles gut. Hallo Freund Wulgrim. So, von hier aus würde ich gerne eingestürzte Treppe, da ist nichts, am Würgeacker. Da muss ich auf jeden Fall hin. Glühender Galgenturm am Schluss. Trockene Straße, keine Ahnung, was das ist. Das ist Ascheland, Leviathans, bla bla bla. Erstmal zum Würgeacker. Hier ist nichts.
Hier sehe ich auch nichts. Warum macht er hier einen Schwenker? Keine Ahnung. Der macht hier überall solche komischen Schwenker. Das ist aber ein komischer Weg hier. Okay, aber gesehen habe ich hier trotzdem nichts. Der Würgeacker. Durch wen gegrüßt? So stark. Ja? So stark, um zu leben. Na komm her, meine Kleine. Das war's mit dir. Ich meine mich zu entsinnen. Der ist nämlich ein bisschen komisch. Siehst du, den kannst du nämlich ziehen. Sehr geil. Und hier unten finde ich was. Gut gespielt. Och, nicht du schon wieder. Das ist nicht dein Ernst. Was willst du denn die ganze Zeit von mir? Vergiss es. Selber Grobian. Meinst du denn, du bist was Besseres als ich, oder was? Das hoffe ich doch, dass es weh tut. Aua, du und deine blöde Mütze. Lass gut sein, mein Freund. Keine verwerfliche Sprache oder Schüsse unter die Köpfe. Daneben, mein Freund. Der wehrt echt alles ab, ne? Aber ich weiche dafür sehr geschickt aus, mein Freund. Das hoffe ich doch, dass es weh tut. Keine verderbliche Sprache oder Schüsse unter die Köpfe liegen. Und wieder ist er weg. Das ist aber auch ein Schlingel, hä? Huh? Und ich habe ein Soldatenartefakt. Sehr schön. Ist er jetzt weg? So, soweit ich mich sonst entsinnen kann, hatten wir ja hier, glaube ich, auch soweit alles abgegrast, oder? Jetzt heb ab! Geht doch! Danke für das Leben. Tschüss. So, lass mich mal... Nein, das wollte ich nicht. Hallo? Ich wollte mal eben einen Blick auf die Karte werfen. Nee, 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 nee. Hier entlang. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier schon war an den Orten, wo ich noch irgendetwas einsammeln konnte bislang. Aber ich schaue mal lieber noch mal einmal mehr nachschauen ist... Boah, was war denn das? Ist immer noch besser, als nachher irgendwas vergessen zu haben. Das war dumm. Geht doch. Ja, doch, doch, doch. Hier war ich. Aber was höre ich hier auf meinen Ohren? Ich höre sie, aber sehe niemanden. Nö.
Wer schreit denn hier die ganze Zeit? Na, egal. Wer auch immer das sein mag, er wird mich wohl entschuldigen müssen. So, dann gehe ich mal eben... doch hier nochmal eben durch. Ich meine, dass hier in der Gegend auch irgendetwas noch war, was ich noch nehmen konnte. Ich hoffe, es ist nicht zu langweilig für euch alle, die ihr euch das anguckt. Weil man sollte ja schon möglichst alles mitnehmen, was man so mitnehmen kann. Ich werde jetzt versuchen, nicht mit gegen alle ekelhaften Biester hier zu kämpfen. Oh ja, ist ja gut, komm her. Ich hätte dich am Leben gelassen, mein Freund. So, einfach weiterlaufen, Krieg. Nicht zurückschauen, mein Freund. Damit wir auch endlich an die Orte kommen, an die ich eigentlich möchte. Eingestürzte Treppe, hier bin ich falsch. Okay. Wulgrim, ich komme zu dir. Hier ist falsch. Einfach in Ruhe lassen. Dann lebt ihr länger. Ihr Ekelhaften. So, mein lieber Wulgrim. Dann komme er mal her. Nein, das... ja, komm. Tausche mal das ein, dann kriegen wir noch mal ein bisschen was an Seelen dazu. Jetzt würde ich gerne zum überschwemmten Pass als erstes. Ja. Genau dorthin. Nix. Auch nix. Aber zwischendurch habe ich das Gefühl, das Spiel macht so einen Sprung, wie so einen Haken. So eine Hakelei. Ganz widerlich. Weil so schnell bewege ich meine Maus nicht. Schließlich möchte ich auch nichts übersehen hier in diesen Welten der Schlangenmöcher. Ja, von dort bin ich, glaube ich, gekommen, ne? Oder? Was ist das da hinten? Ah, ich glaube schon. Das sah nach nichts aus. Jawohl, und zwar hier. Oh, das war knapp. Da haben wir erstmal dies. Danke dafür. Nee, warte mal. Wie komme ich da nochmal hin? Da oben kann ich noch nichts machen. Ich glaube, dass ich hiermit was machen kann, um dann nach da oben zu kommen. Erstmal entledige ich mich hier dieser Fische, damit sie mich nicht weiter nerven. Kann ich auf das Ding von hier drüben, von dem Hause aus, irgendwie schießen?
Spring. Nee. Was mache ich mit dem Teil? Wie komme ich darüber? Das ist jetzt gerade ein bisschen knifflig. Von hier kann ich da nicht draufschlagen. Von dort kann ich da nicht draufschlagen. Oh, Mensch. Ja, schade. Jetzt dachte ich, ich kann hier für euch einiges erledigen. Und jetzt stehe ich hier vor einem Riesenrätsel und weiß nicht weiter. Nee, von hier aus komme ich da nicht dran. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich werde es mir offscreen anschauen und hier später nochmal zum Backtracking hinkommen. Nützt ja nichts. Das ist ja Blödsinn, was ich jetzt hier mache. Dann werde ich mal eben schnell zum Ambusfort gehen. Das ist ja gleich hier in der Nähe. Hallo, mein Freund. Von hier aus komme ich da auch nicht dran, ne? Nee. Okay, dann erstmal weiter. Ich halte mich hier jetzt gerade gar nicht so lange damit auf, weil das bringt ja auch nichts. So, von hier aus komme ich auf jeden Fall zum Ambusfurt. Hier drüben war ich, glaube ich, schon mal, ne? Da hinten meine ich. Ja, da ist jetzt nichts mehr. Weil hier muss ich ja weiter... Hallo Fischis! Sterbt Fischis! Stirbt Fischi! Die sind aber hartnäckig. Hallo mein Freund, was willst du? Nicht so weit nach oben, mein Freund. Krieg. Wow. Erschreckt mich nicht so. Krieg.
So, da wäre die Position unseres Freundes wohl drin. Aber hier gab es ja auch noch ein, zwei Örtchen, die ich noch nicht erreichen konnte. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich sie auf Anhieb finde. Schöne Schilder. Hier gibt es auf jeden Fall sehr viele Raben. Ah, hier geht es zu unserem guten Freund hin, der fleißig klopft. Mit dem wir aber wahrscheinlich... Dich wiederzusehen, Reiter. Ja, finde ich auch, mein Freund. Wie geht es dir? Ist alles gut bei dir? Mit dir kann ich nicht reden. Okay, dann tschüss. Dann mal wieder hinaus. Ihr Raben, nervt mich mal bitte nicht, sonst sterbt ihr auch alle. Wow, ich glaube, ich bin zu früh abgesprungen. Oh, das war knapp. Ja, das war ja der Weg, den wir genommen haben mit unserem Freund hier, mit dem wir richtig viele kleine Täubchen erledigt haben. Aber hier bin ich falsch. Platsch. Glaube ich zumindest. Das ist nicht der Ort, an dem ich wollte. Mal wieder. Ja, da habe ich gedacht, das geht alles rucki zucki hier. Das schaffen wir innerhalb kürzester Zeit und dann sowas. Aber mir wurde auch irgendwann vor einiger Zeit mal geschrieben, ich hätte hier unten irgendwo eine Truhe übersehen. Ich meine, dass es nur eine Zorntruhe war. Aber wenn ich denn schon mal hier unten bin, kann ich auch mal eben schnell gucken. Das ist ja die Stelle, an der wir die Quälerin getötet haben. Die arme Quälerin. Ja, und hier gab es vieles, was mich echt fertig gemacht hat. Das weiß ich wohl noch. Und auch vieles, was die armen Engelchen hier fertig gemacht haben. Das war wahrscheinlich die Quälerin selbst. Halt. So geht das nicht. Komm, Krieg. Halt. Jetzt musst du leider wieder runter. Ja, ich glaube, das muss hier an diesem Ort gewesen sein. Guck, gut, dass ich den wenigstens auf Anhieb wieder gefunden habe. Oder nicht? Lade, 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 Vorgang. Nee, hier war es nicht. Hier ist keine Truhe. Hier ist keine Truhe. Von hier war ich gekommen, oder? Nee, nicht so ganz.
Aber hier muss es doch gewesen sein, oder? An dem man mir geschrieben hat, wo, dass ich hier eine Truhe übersehen hätte. Aber jetzt ist keine Truhe mehr hier. Welch ein Jammer. Nein, hier ist keine Truhe mehr. Definitiv nicht. Boah, ey. Diese Hoppler, ne? In dem Spiel. Die nerven total. Na, Feinde? Jetzt bin ich wieder hier. Und jetzt erstmal den Weg wieder raus. Sag mal, was soll das Spiel? An diesem und an jenem Ort, da sehe ich eine Truhe auf dem Bild. Ist das vielleicht diese Truhe, die ihr gemeint habt? Jawohl. Wer sagt es denn? Ja, vielen Dank dafür. Und ein Teil einer Abgrundrüstung. Wunderbar. Ich denke mal, dass ihr mit Sicherheit diese Truhe gemeint habt. Ja, die kann ich mir jetzt auch mal nehmen, weil ich komme hier bestimmt nicht nochmal hin. Überall hörst du es schnorcheln. Wieso ist denn diese Tür verschlossen hier, bitteschön? Wow, hier gibt es viele Fische. Hier gab es viele Fische. Ja, guck, die Abgrundrüstung müsste ich auch bald komplett haben, ne? Wenn das so weitergeht. Würdest du bitte einfach tauchen? Danke. Eben noch wieder zurückschwimmen. Sehr schön. Einiges habe ich gefunden. Das ist prima. Aber ich werde euch was sagen. Wie ich den Weg zurücksuche, das müsst ihr euch mit mir zusammen nicht antun, weil ich glaube, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen Schnitt und wir treffen uns wieder bei Freund Wulgrim. Wo ich wieder ein paar Seelen eintauschen werde. Und das aber erst in der nächsten Folge. Weil ich glaube, dass ich jetzt hier mit dem Zusammensuchen der einzelnen Artefakte hier auch schon wieder eine halbe Stunde voll habe. Von daher bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr gelangweilt mit dem Backtracking. Wünsche euch einen schönen Tag, bleibt sauber und vor allen Dingen gesund. Und bis zur nächsten Folge, wenn ihr denn so wollt. Tschüss.